Hallo meine Lieben, das ist das Schlussvideo der Serie Küchenprojekt. Ich zeige euch das jetzt. Das letzte Video war ja, wo ich begonnen habe, die Türen einzuhängen, die Spiegel montiert habe. Ja, also bei diesen letzten Arbeiten, wo ich die Geräte eingebaut habe und die Spüle und da habe ich euch jetzt nicht zusehen lassen, aber ich denke, das ist auch nicht das Wichtigste von meiner Arbeit. Es ging ja um dieses Projekt, wie es aussieht. So, und jetzt zeige ich euch das. Also ich habe hier zwei Wände aufgestellt. Das ist eine Epoxy-Beschichtung. Hier auch. Ich wollte es so bunt. Das kann man auch klassisch machen natürlich, wie Steinoptik. Das wollte ich nicht. Ich habe das so gewählt. So, ich gehe mit euch jetzt da rein. Also wie ihr sehen könnt, hier auch wurde alles montiert. Ja, und jetzt sind wir schon da. Das ist die Spüle. Die habe ich natürlich mit einer Silikonfuge abgedichtet. Der Spiegel ist montiert. Das Licht funktioniert, wie ihr sehen könnt. Meine kleine Erfindung mit den Tees und Gewürzen ist da. So, und was ich jetzt natürlich da gemacht habe, das waren diese Steckdosen noch schwarz lackiert. Natürlich ist jetzt inzwischen auch der Herd schon drin. Ich habe auch schon gebacken. Wichtig war hier der Abstand, dass der durch die Beschichtung funktioniert, dass die Türen alle aufgehen. Hier habe ich also quasi jetzt erweitert. Ich habe oben das Fenster jetzt offen frei. Okay, es ist noch nicht alles an seinem Platz. Wie ihr sehen könnt, ich bin noch nicht eingerichtet. Aber ja, auch hier die Trennwand von innen. Der Kühlschrank, das war ganz wichtig, dass der genug Spiel hat, damit ich ihn also herausnehmen kann und so weiter. Hier habe ich offen lassen, das wollte ich dann so jetzt auch zumachen können. Ich habe noch eine Türe vorbereitet gehabt, aber das war mir wichtig, dass ich da einen offenen Zugang zu den Pfannen habe. Das finde ich praktisch, anstatt dass sie hängen, stehen sie halt jetzt da unten. Ja gut, die Kaffeemaschine hat einen neuen Platz gekriegt. Ich habe viel mehr Platz jetzt komischerweise, obwohl ich eigentlich nur diesen Teil hier erweitert habe, aber ich habe echt tatsächlich viel mehr Platz. Ja, und wie sieht es innen aus? Ich zeige euch das jetzt. Also so sieht es innen aus. Ich habe diese Dinger umgedreht, diese Zwischenböden, damit ich es sehen kann. Das waren ja meine Probestücke, wie ich eigentlich diese Oberflächen haben möchte. Und ja, so sieht es aus. Es ist spiegelglatt, seht ihr das? Es ist glänzt, es ist voll super fein zum Angreifen, zum Putzen. Auch hier diese Arbeitsplatte, voll super. Ich habe jetzt noch keinen Test gemacht, wie das aussieht mit Hitze. Aber ich warte auch noch, weil durchgetrocknet ist die Epoxy so nach 2 Monaten. Ich habe also da wirklich noch schöne Details überall. Toll, also auch hier oder auch bei der Kaffeemaschine. Also es hat schon einen Zauber. Inzwischen die Resonanz von den Menschen ist auch so, ich zeige euch das auch, das sind keine Löcher, das ist nur die untere Beschichtung, das kriegt eine Tiefenwirkung durch die zweite Klarbeschichtung. Passt natürlich super toll zusammen. Ja, und die erste Resonanz erzähle ich euch, die ist nämlich wunderbar, da mache ich jetzt einmal zu. Es ist also nicht so dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich habe da einen Dimmer. Das finde ich ganz praktisch. Moment, das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Es ist immer so, wenn man es vorführt. Na, jetzt da. Jetzt funktioniert es. Also die erste Resonanz von Menschen, die das ansehen, ist immer die, wow, super klasse. Sowas habe ich ja noch gar nie gesehen. Das ist eine volle individuelle Küche, eine Künstlerküche. Das kann man jetzt in groß wie in klein machen. Ich habe jetzt halt nur da eine kleine Küche. Ich habe ja auch noch zusätzlich hier einen kleinen Tisch.
Und den habe ich auch noch mit der Boxe beschichtet. Das ist ja wirklich nur, dass man da mal einen Kaffee trinken kann in meinem Atelier. Und absolut glatt, wirklich komplett. Das sieht nur so aus. Das ist durch zwei Beschichtungen spiegelglatt. Super zum Putzen. Ja, und sie sind begeistert. Tatsache war, sie sind begeistert von dieser Küche, von diesem speziellen ja, Farbe und Material und natürlich hat sie Charme. Also wirklich, sie sind alle begeistert bis jetzt. Gefällt mir natürlich ganz, ganz gut selber. Bin sehr glücklich, dass mir das gelungen ist. Ja, wenn ihr natürlich auch so ein Projekt machen wollt, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich glaube, ich habe euch alle Details gezeigt. Ja, vielleicht kann man nur sagen, auf was ich nochmal hinweisen könnte. Das wäre, macht schöne Fugen. Seht ihr das oben an den Decken oder auch an der Wand? Das ist wichtig. Unten Silikon bitte zum Boden. Ja, was noch? Achtet auf die Zwischenräume, dass wirklich alles beweglich ist. Also ich zeige euch das jetzt nochmal. Das ist alles beweglich. Toll. Also, dass das wirklich klappt hier. Ganz wichtig. Ja, achtet auch, wenn ihr so eine Arbeitsplatte macht, hier in diesen Ecken, rinnt sowas gern mal runter. Achtet auf eine Beschichtung. Noch zusätzlich seht ihr das. Jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich da vielleicht nochmal ein Licht machen. Aber hier, ja, sieht man vielleicht am Glanzgrad. Das da habe ich mit einem Bootslack noch beschichtet, dass ich das putzen kann. Oben ist das nicht beschichtet. So habe ich das auch in den Innenräumen gemacht. Also die ganzen Türen sind nicht hochglanzbeschichtet, weil das braucht es da nicht. Aber die Platten hier, die Ablageflächen, habe ich mit Bootslack, Klarlack beschichtet, dass sie besser zu reinigen sind. Auch hier, damit es den Glanzgrad identisch hat, bitte. Sonst habt ihr eine matte Stelle und eine Glanzstelle, das braucht es nicht. Ja, was kann ich sonst schon sagen? Licht vorher. Also, ihr müsst die Abläufe einfach ein bisschen beachten. Am Schluss wird wirklich nur alles montiert, die Geräte eingebaut und die letzten Ausbesserungsarbeiten gemacht, wie Silikonfuge gezogen oder eine Steckdose nur schwarz lackiert und integriert und montiert. Ja, und dann sieht es so aus. Gut, also gut, das ist meine Küche. Ich hoffe, ihr habt auch ein so ein schönes Ergebnis. Lasst mir einen Kommentar da, würde mich freuen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gern an mich wenden. Ja, und natürlich, wer möchte, dem mache ich natürlich auch sowas. Das möchte sich an meine Homepage wenden, www.madella-mella.com. Dann kann ich ihm natürlich ein Angebot machen oder das Projekt besprechen. So, und in dem Fall war es das jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt.